Hi! Wir schauen mal wieder uns den Shop der Woche an. Eine Woche vor Halloween, da wird doch wohl was dabei sein. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei Minecraft. Und hier wird nicht lange rumgeschnackt. Wir gucken jetzt mal in den Shop rein und wir sehen auf der Hauptseite, wir haben jetzt hier ein neues Bild und zwar was für Halloween. Huhuhu. Und da wollen wir mal gucken, was das so ist. Ja, auf der Hauptseite sehen wir gleich hier also Musikmaker Halloween. Was ist denn das? Also, man kann das für 6 Euro kaufen. Das ist eine Welt, wo es 4 Skins dazu gibt für 6 Euro. Ja, alles angemessen noch. Hier kann man seine eigenen Halloween-Musikstücke komponieren in einen riesigen Konzertsaal und sowas. Alles kann man sich hier so ein bisschen basteln. Ich denke mir so eine kleine Spielwelt, wo man ein bisschen rumexperimentieren kann mit Musik, falls Leute dabei sind, die jetzt hier so immer wieder mal sich gerne mal irgendwelche eigenen Halloween-Stücke komponieren wollten. Dann ist solch eine Welt natürlich die richtige für einen. Ansonsten können wir natürlich einmal noch gucken, was so alles an Paketen hier noch neu ist, eine Woche hier vor Halloween. Und ich habe ein bisschen rumgeschnückert schon, muss ich ja, sonst kann ich euch hier gar nicht erzählen, was hier so ist. Und an sich habe ich 2 Pakete entdeckt, die sich schon lohnen würden, sich die zu holen, wenn man Interesse hat an solch einer Halloween-Welt. Zum einen haben wir hier Frankenstein und Freunde. Das ist eine kleine Map, wo man, sage ich mal, Frankenstein hilft, sich wieder selber zusammenzubasteln. Da muss man seine Körperteile finden auf einer Welt. Da sind aber nicht alle Monster friedlich. Da sind so die berühmtesten Monster, die man so ein bisschen kennen sollte. So Halloween-Thema mäßig, ne? Ist das schon eine super Welt. Und das Ganze für 5 Euro ist auch noch ein angemessener Preis für solch eine Welt, wo, sage ich mal, richtige Monster, halt so andere Kreaturen mit reingemoddet worden sind. Ja, ansonsten gibt es noch eine andere Welt, die ich euch noch empfehlen kann. Und zwar ist das auch wieder so eine Rollenspielwelt, so ein bisschen Monsterschule. Da haben die Monster die Schulen übernommen und da muss man sie wieder zurückerobern. Ja, das Ganze ist hier für 6 Euro erhältlich. Ich finde es auch noch ein angenehmer Preis für so eine Halloween-Welt. Wenn man auf sowas halt stehen sollte, wäre es das Richtige. Ja, ansonsten so ein paar Minigames und sowas wieder mit dabei. Aber ja, wo ich jetzt sage, das muss man sich unbedingt holen, ist denn nicht dabei. Ja, ansonsten, wir gucken noch einmal bei den Skins rein. Skins-mäßig habe ich ein bisschen mehr gehofft von Minecraft, dass sie uns da ein paar Halloween-Skins reinhauen. Ich hätte eigentlich auch mal Lust, mir ein neues Paket zu holen, aber was sie uns hier anbieten, und ich habe jetzt hier wirklich mir ein paar Skins schon genauer angeguckt, ne, damit ich hier sagen kann, was ist gut und was nicht, kann ich euch hier nicht unbedingt was empfehlen. Aber wenn einer sich jetzt sagt, ey, ich brauche ein paar Halloween-Skins, ich will ein bisschen rumrennen, durch meine Gegend ein bisschen Süßigkeiten sammeln, dann würde ich euch nur ein Paket vielleicht ans Herz legen, und zwar ist das Halloween Kids. Für 2 Euro sind das hier solche, sage ich mal, Skins, die ein bisschen sich halt kostümiert haben, ne, so Halloween-mäßig hier so ein paar Outfits, ne. Aber ansonsten würde ich erstmal noch warten. Vielleicht, sagen wir mal, nächste Woche gibt es dann ein paar richtige Halloween-Pakete, so Skins-mäßig. Aber jetzt die Woche davor ist da nicht unbedingt was mit dabei. So viel dann auch erstmal wieder zu unserem Shop der Woche. Was ich noch am Ende des Videos hier ranhängen kann, ist, ich bin beruflich wieder sehr aktiv und komme nicht so richtig zum Minecraft-Zocken. Trotz alledem bastle ich wieder meiner Simpson-Welt weiter und wir müssen ja auch noch irgendwann mal was für Halloween machen. Ist ja nicht mehr lange hin, ist ja bald. Ich habe noch nicht wirklich was vorbereitet. Ich habe viel zu tun. Außerdem bastle ich hier noch ein bisschen in mein Zimmer rum. Ihr müsst mich so vorstellen, ich hocke auf einer Couch. Vor mir ist ein Couchtisch, da ist mein Laptop drauf und so zocke ich und nehme ja auch die Videos auf. Damit möchte ich jetzt Schluss machen. Ich habe mir jetzt schon einen richtigen Zocker, also so einen richtigen Gamer-Stuhl und einen Bürotisch, also eigentlich so einen Gamer-Tisch, ne, wie man sowas vielleicht kennen sollte, mir jetzt schon besorgt. Und jetzt bin ich so langsam dabei, mir schon die ganze Technik und sowas zu besorgen, damit ich dann auch irgendwann mal vielleicht mal mit einer Facecam auch was aufnehmen kann, damit ihr mich mal auch sehen könnt. Hallo, hallo. Ja, jedenfalls bastle ich da so ein bisschen und hoffe mal, vor Ende des Jahres kriege ich das noch alles hin, dass ich hier ein bisschen professioneller meine Videos machen kann. Ja, aber ansonsten sieht die Woche für mich eigentlich ja noch rosig aus. Bin Wochenende beruflich noch aktiv. Ja, also hier ist nicht jetzt Wochenende Physio-Holding bei mir. Also ich habe noch wirklich zu rackern hier. Ja, hier, aber heute noch das Video schaffe ich. Also wenn ihr das jetzt hier seht, das habe ich jetzt echt heute gerade eben aufgenommen, ne, damit das heute noch kommt. Von daher halte ich das jetzt hier kurz. Ansonsten, ich bedanke mich wie immer fürs Zugucken und dann hoffe ich, wir hören uns zur nächsten Baufolge wieder. Von daher, legt die Füße hoch, ihr habt Wochenende und dann sage ich nur eins zu dir. Und zwar, haust rein und tschüss.